Hallo und schön, dass ihr heute mal wieder dabei seid bei Let's Play World of Tanks und mit einem Replay von I Like My Nurse mit dem Pershing auf der Karte Wadi. Und den Pershing selber habe ich, glaube ich, auch schon ewig nicht mehr gezeigt. Von dem her also ein sehr schöner Anlass, sogar zwei Pershings, wenn man seinen Zugkameraden hier noch mit reinrechnet. Und ihr wisst ja, mir ist ja auch wichtig, dass man immer mal wieder hier ein bisschen Abwechslung hat. Weil wenn es nach den Einsendungen geht, glaube ich, würde ich nur Cromwell, T29, was gibt es noch ganz häufig, ES3. Also die Panzer, glaube ich, könnte ich wahrscheinlich in der Woche mehrmals sogar zeigen. Aber deswegen hier Pershing heute mal am Start. Sehr gut, dass beide gleich zusammenfahren. Auch das kommt leider immer öfters mal vor, dass im Zug der eine dann nach oben fährt, der andere nach unten und dieser Zugeffekt komplett verpufft. Ist zwar merkwürdig, aber ist ab und an immer der Fall. So, sie nehmen den ganz langen Weg, also fahren wirklich komplett hier hoch. Die Frage wird nur sein, fahren sie dann praktisch hier rüber zu diesem anderen Berg oder fahren die dann hier dann da runter. Aber das werden wir gleich sehen. Auf jeden Fall sind sie nicht allein. Wir haben die FV-AT dabei, den Panther, den FCM. Also schon eine kleine, ein kleines, feines Trüppchen. So, sein Partner steht. Die wollen jetzt natürlich drauf gucken, oder da war jetzt kurz der Hintergrund, ob da was rüber lurt, aber sieht nicht so aus und er fährt hier gleich weiter. Auch hier im Tal ist nichts, auf das er schießen kann. Oh, und da fährt er jetzt rüber, wie ich es mir gedacht hatte, genau hier hoch. Und da muss er aber aufpassen, weil das ist natürlich eine Stelle, wo die Gegner auch wissen, da könnte jede Minute was rüberkommen. Aber sieht so aus, als ob hier nichts wäre und er dementsprechend weiterfahren kann. Sehr, sehr viele Gegner sind unten schon gespottet gewesen, also da waren dementsprechend schon viele am Start. So, da kommt er auf den Type. Aber der Type von vorne ist auch für den Medium gar nicht so leicht zu durchschlagen. Aber da trifft er ihn und oh, ein einziger Tick mehr und er hätte ihn abgefackelt. Aber in dem Fall, da der zweite Type gleich nach. So, also es ist hier schon einiges los direkt. Überall Gegner. Nur hier im Norden hat sich keiner hin verirrt. Also er wird auch dementsprechend fahrt jetzt anders als sein Zugkamerad. Der holt jetzt wohl die Arti. Er schießt jetzt hier auf den Oni. Aber kommt schon nicht mehr drauf. Jetzt kommt dann FCM. Vielleicht auch auf die Arti. Die Arti steht jetzt. Da kommt er drauf. Oh, wo ging denn der Schuss hin? Ja. Der ist auf jeden Fall... Die Arti ist weg. Also bisher hat er noch nicht wirklich viele Hitpoints der Gegner abziehen können. Aber was schon mal schön ist, dass alle Artis aus dem Team des Gegners raus sind. So, da jetzt der Type. Der war aber dann auf einmal sehr nah neben ihm. Und da kommt er leider nicht durch gerade. So, FCM, da Auto-Aim und dann klappt das. Und den FCM, den kann er jetzt ordentlich einholzen und der ist weg. So, der IS trifft ihn da wiederum. Auto-Aim auf den IS und er bekommt gleich das zurück. Dass er hier sieht, nicht mit dem falschen anlegen, Kamerad. Auto-Aim nochmal auf den IS. Der ist aber jetzt gerade nicht mehr beschießbar. Da unten der Type. Auto-Aim. Und
Ja, weg mit ihm. Jetzt wird hier auch gekappt. KV4. Die Position ist gar nicht so schön, die er sich hier ausgesucht hat. Aber es geht gerade noch. So. Genau, schön unten Frontplatte. Da geht's dann gut mit dem KV4. Kommt mal schön durch. Ah, da hat er so gewinkelt, dass es dann da doch etwas schwieriger wurde und dementsprechend nicht durchgekommen ist. So. Ein Kill. Da muss noch ein bisschen was passieren. Und am Damage an den 2000, da kann er auch noch, arbeitet er hoffentlich jetzt dran. Er will erstmalig jetzt 1-9 für sein Team. So, auf den T32. Genau, perfekt. So, und jetzt den E2 da. Der muss raus. Genau. 15 lässt er stehen. Oh, die war aber ganz schön knapp da. Ping! Ja. Da wird er weggecheckt. 10, 13. Also, hier sind wir jetzt schon an dem Stand, wo eben es etwas schwieriger wird. So, komm vor. Ja. Und er muss hier echt aufpassen, dass er hier... Wo ist denn eigentlich sein Teamkamerad? Ach, der ist da mit dem ES6 beschäftigt. So, und jetzt fährt er drauf, nimmt den raus. Aber wiederum, jetzt ist er alleine gegen 3. Aber von den Hitpoints her steht er noch gut da und die anderen sind alle in einem Rahmen, wo man sagen kann, okay, das geht. So, Auto-Aim, T-34-85 jetzt im One-Shot-Bereich. Na, wo ist er hin? Wo ist er? Na, jetzt und dann ist er weg. So, und da kommt der Oni jetzt an. Ja, schneller Schuss, aber Oni hat jetzt auch verschossen. Dementsprechend hat der Oni jetzt sehr, sehr lange Reload. Da kann er in der Zeit, kann er den nämlich entspannt rausnehmen. Noch einen Schuss, dann ist er weg. Der fünfte Kill und jetzt geht es mit dem IS-6 darum, wer kriegt, ob er seinen Krieger bekommt und ob er damit auch die Runde gewinnt. Und da kommt auch schon der ES6 an. Auch der klappt. ES6 kommt durch, macht ihn auch den Motor kaputt. So seitlich, aber schön. Da kann er hier dementsprechend leicht drauf. Und jetzt will er die Seite vom ES6 haben und nimmt ihn damit raus. War auch wichtig, weil es mit dem nächsten Schuss wäre auch weg gewesen. 6 Kills. Am Schluss wurde es dann nochmal deutlich spannender. Über 4000 Schaden. Also alles in allem eine sehr schöne Runde, hat mir gut gefallen, auch wenn die Anlaufschwierigkeiten so gesehen ein bisschen da waren, aber Ende gut, alles gut. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.